Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier Zerf DS2D. Wir werden jetzt losdüsen und mal den Gegner erkunden. Ich habe mir schon mal versucht, Moped zu bauen. Ist mir gelungen. Ihr wart leider nicht dabei. Dachte, das klappt das nicht. Und da ich auch viel teste, war ich da nicht ganz so vorbereitet. Gut, ja, ich zeige mal das Gefährt. Muss hier noch viel bauen, ausbauen, den Graben noch entsprechend ausbessern. Hier das muss noch erweitert werden, sperren. Und wir fahren mal eine Runde mit Moped. Moped ist gut, ne? Ich schaue mal gerade die Grafik an. Aktuell keine Aussätze bei OBS. Und mal kurz gucken in der Karte. Ja, wo wir noch nicht waren, ne? Da ist heikel. Den Gebiet. Ja, nach unten ist auch nicht so schön. Ja, wo da hinfahren, ist ja auch riskant, ne? Wir fahren mal die Straße in die Richtung. Wir werden Sprit brauchen. Schauen wir mal. Ich weiß ja nicht genau, ob die Karten nun alle gleich sind oder verschieden sind, die es da gibt. Mir kommt bald so vor, wenn die Karten verschieden sind. Muss ich mal schauen. Also die Folge geht es nur darum, mein Gebiet zu erkunden oder nicht wahren. Wir haben ein bisschen Sprit dabei. Ansonsten müssen wir schauen, dass wir irgendwo ein Auto finden und mal bauen können. Ne? Mal ganz kurz in die Karte gucken. Hier in der Ecke wollte ich mal hinfahren. Da wo wir noch nicht waren, für mich garantiert Autos. Moped hat ein bisschen Vorteil, man ist im Prinzip schnell unterwegs. Und was noch ganz wichtig ist, die Ausdauer geht nicht flöten. Ist zwar nicht sonderlich schwer, aber wir kommen doch relativ zügig voran. Und das ist doch super. Hier ist ein Händler, da wollen wir nicht hin. Wir haben so kein Geld. Beziehungsweise zu wenig. Wir haben es jetzt 17 Uhr, das heißt, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen da rechtzeitig zurück sein. Mal kurz mal gucken in der Karte. Dampf weit noch. Wir müssen noch Gas geben. Ich bin ja ein bisschen neugierig, was da ist. Gebe ich ehrlich zu. Die große Stadt habe ich bisher noch nicht gefunden. Auswärts haben wir keine gehabt, bis jetzt bei OBS. Geht auch darum, dass ich diese Folge hauptsächlich testen will, wie das überhaupt übernommen wird an der Qualität. Oh, er schwebt. Hier ist Zombie verseucht. Viele Knochen. Ne? Würde sich rentieren. Aber wir haben dafür jetzt keine Zeit. Wir müssen zusehen, dass wir ein Auto kriegen. Ah, habe ich ein Auto gefunden.
Das war ein Sicherheitsschuss. Der wird uns ja nicht in Ruhe lassen, ne? So, was man drin ist. Oh. So, haben wir mal was finden. Schlaumschüttel, Schraumschüttel. Oh, haben wir Glück. Wir haben Glück. Wir haben Glück, dass er dabei ist. Sonst hätten wir ein Problem. So, wir haben Beeilung. Beeilung, Junge. Sonst haben wir wirklich ein Problem. Das Nest gibt's doch gar nicht, und alle her. Keine Zeit. Man gibt doch schön XP, ne? Aber nur zur richtigen Zeit. Oh, Benzin ist da. Gut. Kühler ist gut. Ein Kühler ist sehr gut für meine Munition. Hoffen wir irgendwann mal aus normalem Stahl es herstellen kann. Blödsinn. Aus Munition aus. Das ist Benzin. Hätte ich auch gar nicht mitgehabt. So. Gas. Alles drin voll. Eieiei. So, wir wollten noch fahren. Jetzt haben wir 18 Uhr mehr oder weniger. Die Kreuzung gleich links. Das heißt, der Sprit reicht noch nicht. Noch ein Schatten. Ich dachte, er schon wäre was Großes, ein Bär oder sowas. Mächtiger Absatz hier. Gut, Gas gehen. Hier scheint es im Grunde verschiedene Welten zu geben, also. Ich muss mal sehen, dass ich rechtzeitig zurückkomme. Jetzt haben wir schon wieder Bob Cafés. Dann muss man ganz kurz hier das Auto noch nehmen. Zwei Stück. Blick auf eine Karte. Immer ein Ohr. Umgebung. Ob wir da nicht irgendwo Benzin? Ja, oder drei, okay.
Im Grunde mache ich nur die Autos, weil ich Benzin haben will. Wir müssen jetzt weiter. Ah, der springt an, sofort auf Kommando, ne? Ohne Zucken, ohne Murren. Hier, unser Bauer hier. Lassen wir mal links liegen. Der Müll auch. Wir wollen sehen, dass wir um 20 Uhr zurück sind. Oder zumindest gegen 10 Uhr. Weiß nicht genau, ob das Auto Licht hat. Oh, einen Dicken haben wir hier. Oh, ein Hirsch. Also Fleisch habe ich noch genug da, aber wir nichts. Können wir nicht mal in Ruhe lassen, ne? So, schauen wir, wo wir ankommen. Noch ein Bauer oder was da hinten, ja. Farmer, die Farmer sind ja als Farmer hier. Ne, das sind Versicherungsangestellte. So, dann nehmen wir Blattschutz, Schuss. Hat sich so angeboten, ne? Bevor sie weiter quält. Hier hieft doch eines an, ne? Girls, Girls, Girls. Was denn hier alles gibt? Und drei Autos. Gut, mal gucken. So. Der wird nicht lange reichen, der Schüttel. Reparieren können, weiß ich jetzt nicht genau. Na, wir haben mit Benzin hier was gekriegt. Von daher. Das ist nicht ganz so dramatisch. Gebäude, werden wir später mal schauen und gucken. Da ist aber noch mit mir ein Test, ob ich da. Ja, können wir reparieren. Auf geht's. Da hätten sich Gebäude. Häuser. Oh, hier kommt, glaube ich, verbrannte Erde. Ja, da weiß ich auch nicht, wo hier eine größere Stadt sein könnte. Da oben war verseucht. Dann muss ich mal links fahren. Hier ist Bauer, Bauer, hier, Farmer. Jetzt fahren wir an der Grenze lang zwischen. Oh, Geier. Sie werden bald beehren.
Missvieh. Hier geht nie weiter. Ein bisschen riskant, ne? Der Ofen ist verseucht. Das ist dann, na da nicht, aber. Fahren wir mal die andere Richtung. Da Josef. Sei gegrüßt. Da jetzt haben 9 zu 10, mal ein bisschen Gas geben. Mal die Anrichtung fahren. Und dann geht's zurück. 20 Uhr geht's zurück, dann geht nicht anders. Oh, ein Häschen. Du darfst heute leben. Da hinten ist ja auch extrem was los. Ist da so ein Gebirge oder was ist das für ein Scheiß? Ganz kurz mal eine Karte gucken. Da geht es auch nicht weiter, ne? Wo ist denn hier? Muss ich mal den grünen Dings hier folgen? Benzin aber noch genug, ja, 60%. Kann auch sein, dass es zwar für solche Gebiet das Gebiet ist, wo man nicht weiterkommt, wo im Prinzip die Welt zu Ende ist. Nichts im Mobitier, ne? Wir sind ein bisschen in der Nähe bleiben, wo flach ist. Wenn wir hier so eine Störung kriegen hier mit schlechtem Bild. Bauwi, lass mich in Ruhe. Mich konzentrieren. Mal schauen, wo ich hier lang fahre hier. Zwischen Gut und Böse hier. Da ist Gebirge, da kommen wir nicht durch. Gut, fahren wir zurück zur Straße. Zumindest da, wo wir langfahren können. Noch nicht gebrauchen können, irgendwo festfahren hier, ne? Beziehungsweise wo nicht mehr rauskommen. Ja, hier ist echt keine gute Gegend, ne? Auch lieber einen grünen Bereich rein. Ja, 1950. Da ist die Straße. Mal schauen, kurz eine Karte, wie das hier weitergeht.
Nebenbei können wir gleich mal gucken, ob da was zu holen ist. Im Grenzbereich. Da oben war verstrahlt. Da haben wir eine schöne Stadt. Da haben wir echt nicht viel, ne? Da war eine kleine Stadt gewesen. Wüste. Wahnsinn. Nein, wir müssen zurück. Sonst haben wir ein Problem. Problem, Problem. Na, machen wir noch ein Moped kaputt machen hier, wa? So, zurück ins Grüne. Ja, aber das, die Anecke interessiert mich schon noch. Wir werden noch mal kurz hinfahren. Und zwar, alles ganz schön weit. Da sind kleine Kreuze, da können wir mal abbiegen. Ah, Girls hier. Da nicht. Hier war eine Kreuzung. Aber das war nicht gemeint, ne, oder? Ah doch. Ne, nicht so eine. Ich möchte um 10 unseren Hüttelzeug sein, also. Halbwegs sicher, wo wir uns besser verteidigen können, ne? Ja. Gehen wir hier gucken. Hier müssen wir aufpassen wegen verstrahlten Gebiet. Hier sind in der Nähe. Ja. Eine Halbnackte ist schon mal hier gewesen. So, jetzt kommt ein bisschen Musik. Mal sehen, ob das gut zu hören ist. Noch ein Häuschen rechts. Gute Antenne. Hier ist so ein Schild, hier ist Warnung. Das ist dann nicht so gut. Aber hier ist doch noch weiter. Was wir machen könnten, ist, wir könnten aufs Gebäude gehen und mal schocken, gucken. Wie weit wir sehen können. Schauen wir hier ein bisschen was die Höhe kommen. Und zwar, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil die Zeit rennt mir davon.
nach oben gucken. Oh, leuchtende Augen. Jungs, die Zeit ist zu knapp. Ich hau ab. Und Mädels. Ich könnte auf den Berg gehen, das ist auch eine Option. Aber schauen wir. Und da ist ein Schild. Muss ich aufpassen. Na, schon drüber. Also da stirbt man ganz schnell. Also das ist schneller tot, wie man denkt. So, Moped, wo bist du? Geht nach Hause. Also die Gegend ist nicht so lukrativ. Und jetzt geht nach Hause, wo der Sprit reicht. Hier ist ja noch ein Gepäck. Jetzt haben wir nämlich genau 9 Uhr. Stunde wir zurück sein. Da wollen wir mit Gas geben. Ja, das ist eine Probeaufnahme, muss ich mal gleich prüfen, ob er uns so lassen kann. Und wenn nicht, muss ich da was umstellen. Müssen wir Gas geben. Gas, Gas, Gas. Ein Viertel haben wir schon wieder. Ja, Auto wird liegen lassen jetzt. Ein bisschen Sprit habe ich ja bei mir. Also werden wir noch nach Hause kommen. Ja, tauchen oder schwimmen ist ungünstig. Zu trocken. Dach. Wildschwein. Na. Heute mal nicht. Hat er Glück, dass ich Zeit lieber habe. Da läuft noch ein Wildschwein im Weg, da gibt's doch gar nicht. Wenn Huhn kommt, würde ich mitnehmen. Huhn muss ich noch eine Mission erfüllen. Mal gucken, Kreuzung. Ah, da ist da, wo wir da die Ecke. Mal ganz kurz Kontrolle machen hier, nicht für Verkehr Richtung fahren. Das ist nämlich ein Profi drin, ne? Landkarte. Und das ist dann schlecht, wenn wir Verkehr Richtung fahren. Also ist hier, glaube ich, eine gänzlich andere Karte wie jetzt der Voucher-Spiel. Muss mal schauen, ob ich vielleicht eine andere Richtung fahren kann und muss. Geht Licht anzumachen? Licht? Hat kein Licht. Sprit 24, das wird knapp. Feier mit Vollgas, ne? So, liebe Schau, das soll es heute gewesen sein. Jetzt war eine halbe Stunde. Ich muss die Kamera einstellen anders. Ja. Wieder mal eine Folge heute. Nach langer Zeit. Und haben wir den? Den 17.01. Ja, ich mache jetzt mit doppelt Folgen, weil das irgendwie zu viel gucken, zu viel Spiele. Dann sage ich immer Tschüss und im Winkel, ciao, ciao. Ja, nächste Folge geht's weiter. Tschüss.